Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1670. Wir sind im Winners Match der Gruppe C und das ist ein PVZ mit dem koreanischen Protoss vom Team Africa Freaks. Es ist Stats. Und sein Gegner, das ist der italienische Zerg vom Team Clash. Es ist Rainer. Best of 5 natürlich, genauso wie Gruppe A. Und wir starten auf Romanticide mit einem Stargate Opening, mit einem Adept. Die Probe war da auch unterwegs für ein bisschen Scouting. Hat gesehen, okay, er hat seine Basis zuerst vor der Mainbase gebaut und sich danach die Basis nach oben geschnappt, die quasi am nächsten dran zu seiner Mainbase wäre. Also die natürliche Expansion, die man sich vorstellt. Und darum hat man das Kind auch Natural getauft. Aber dann mit drei Basen auf der Zerg-Seite. Overlord ist hier vor der Base und scoutet einmal durch. Es kommt ein Void Ray und das heißt, der Overlord wird das nicht lange überleben, bekommt aber auf jeden Fall die Scouting-Infos, aber bekommt halt danach nichts mehr. Und ich hoffe, aufnahmetechnisch funktioniert alles, denn OBS hat mal ein Update gemacht. Kommt nicht so oft vor, dass tatsächlich OBS Updates hat, aber war tatsächlich mal wieder der Fall. Aber normalerweise sind die sehr zuverlässig mit den Updates, also hatte mal bisher nie Probleme. Hatte vor einigen Casts, ich weiß nicht wie lange es her ist, da mal ein Problem, dass plötzlich kein Ingame-Sound mehr aufgenommen wurde, weil OBS irgendwie gesagt hat, ja, ich finde übrigens dein Soundgerät nicht mehr. Ja, das war dann etwas komisch, weil auf dem Ohr hatte ich Sound, OBS hatte keinen Sound, das war dann etwas unangenehm. Hab glücklicherweise rechtzeitig gemerkt, ohne dass da mehr passiert ist. So, wir sind jetzt hier. Oracle fliegt los, wurde nachgebaut. Es gibt das zweite Stargate, wie man es sehr häufig inzwischen sieht. Und dann werden wir der Doppel-Stargate Void Ray sehen für eine Zeit lang. Mit dann einem Wechsel in Richtung Ground Tech. Oracle roost hier durch die Gegend, nimmt ein bisschen Creep raus. Damit weiß aber Rainer auch, wo es ist. Und kann seine Queens darauf ansetzen, dass die Drones beschützen. Leer Tech kommt auf der Zerg-Seite. Spore-Crawler ist momentan ein einziger da. Also Rainer ist verhältnismäßig greedy. Jetzt kommt noch ein zweiter Spore-Crawler dazu. Man möchte sein Glück da nicht zu sehr strapazieren. Das geht nur schief, wenn man da ja zu wenig Defense baut. Und das ist es am Ende einfach nicht wert, da die ganzen Drones zu verlieren. Weil sich Stats hier bisher stark zurückhält, dass eben das zweite Star geht. Da gibt es dann gleich die nächste Void-Ray-Produktion. Kostet 250, 150. Relativ teures Gefährt, so ein Void-Ray. Aber kann auch richtig stark sein. Twilight Council als nächstes, Robo als nächstes und eine Forge, also wirklich der klassische Aufbau, wie man es kennt. Bei Rainer gibt es einen Roachhorn zusammen mit dem Leertech, schnappt sich ein bisschen weiteres Gas, hat da schon 2 in der Natural, momentan 1 nur in der Mainbase und dann nochmal 2 an der dritten Basis. Also es wird kein Mutabild und das sieht man momentan Melee-Attacks, aber mal gespannt, was Rainer da groß genau machen will. Könnte dann auch noch das letzte Gas nachziehen, okay, das macht er jetzt auch. Er zieht das letzte Vespin-Gas mit dazu. Und dann kommt der Spy. Ja, mit allen Gasgasieren, dann ist es auf jeden Fall Mutas. Aber mit nicht ganz vollen Gasgasieren geht man normalerweise nicht auf Mutalisken. Also das ist so das ausschlaggebende Signal. Es sind alle 6 Vespin-Gasiere besetzt, dann wird das sehr wahrscheinlich Mutalisken vom Zerg. Weil für nichts anderes braucht man so viel Vespin-Gas. Einfach weil die Einheit dermaßen Vespin-Gas-lastig ist. 1:1 Verhältnis von was das Ding Mineralien kostet, zu was es Vespin-Gas kostet. Und das ist bei den Zerg-Einheiten relativ selten der Fall. Da haben wir die Roaches, die da in einem 3:1 Verhältnis kosten. Klar, die Ravager werden dann auch mal ein bisschen teurer. Aber im Generellen braucht man da nicht ganz so viel dafür. Und natürlich die Mutas auch mit 100 Vespinkas. Also ist halt auch nicht ganz günstig. Preisklasse von der Protoss-Einheit. Wenn wir eine Protoss-Einheit haben, das Oracle mit seinen 150, 150, ist jetzt auch nicht gerade billig. Aber das heißt, wir haben hier Ling Muta, Melee-Attacks, hat schon gute Fortschritte gemacht, Spy ist unterwegs und Stats hat eigentlich keine guten Informationen, wie man hier sieht. Er sieht jetzt aber das Gas in der Natural, also er weiß davon, aber er weiß halt nicht vom Gas in der dritten, er weiß nicht vom Gas in der Mainbase. Also eigentlich spielt Stats da ziemlich blind, er weiß von der vierten Basis, dass da Queens rumstehen. Hier gibt es erstmal Ling-Attack und der Ling-Attack, der schaut die dritte Basis an, da ist ein Immortal draußen, der wird direkt surrounded, natürlich die Ling ist jetzt auch ein bisschen eine schöne Ablenkung gerade für Rainer. Er beschäftigt den Protoss mit den Zerglingen. Der Immortal sollte gerecallt werden, aber hat das nicht geschafft, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Das ist der neue Immortal, der gebaut wurde. Und in dieser Zeit hat natürlich Rainer seine ganzen Mutas unterwegs. Und die spawnen gleich 15 Stück.
Da kommt eine riesen Spanne an Mutas gleich auf Set zu und er hat halt absolut keine Ahnung. Er ist absolut nicht auf der richtigen Army. Mit 4 Void Rays, 4 High Templern wird man keine Mutalisken mitzwingen in der Masse. Da kommt nochmal eine Relevation. Hat er es jetzt schon gescoutet? Nein, er hat immer noch Storm unterwegs. Er baut noch keine Phoenixe. Die Mutas, wo sind sie? Es sind 13 Stück auf dem Feld. Kommen jetzt gerade alle rausgespawnt, fliegen auch direkt rüber. Und auch hier ist nichts, was das irgendwie frühzeitig scouten kann. Oh, das wird Stats bitter kosten. Er spielt halt absolut blind gegen Mutalisken. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn ohne die richtige Defense gegen Mutas läuft einfach alles schief. Da kommen jetzt Cannons, da kommen Schildbatterien. Aber es ist einfach eine so eine Masse an Mutas. Zudem sind die Linge auch noch da. Die haben Militechs 1 und die rennen einfach mal fröhlich auf. Die Morten rücken los. Die starten den ersten Fight. Jetzt gehen die Mutas in die Natural rein. Die Cannon wird sofort hier geschlagen. Kann dann nicht viel tun. Die Probes werden abgeräumt. Jetzt ist die Frage, was kann Stats hier tun? Kann es sich da irgendwie aus dieser Situation rennen? Die Mutas werden jetzt von Basis zu Basis fliegen und versuchen, so viel möglich zu zerstören. Und die Linge warten nur drauf, dass der Protoss irgendwo die Verteidigung jetzt vernachlässigt, weil eben die Mutas unterwegs sind. Genau sowas passiert dann. Die Linge rennen rein auf den Immortal, auf die Zealots und die Mutas währenddessen fighten hier gegen, ja, alles, was in der Mainbase rumsteht, können das Stargate anpowern. Das heißt, kein Phoenix da. Es wird nur noch einfach Phoenix produziert. Die Linge fressen sich da unten natürlich durch. 18 Probe-Bretzer. Das Game fällt gerade komplett auseinander für Stats. Und das sieht man eben. Er hat das nicht gescoutet und es kostet ihn dermaßen bitter. Die Linge kommen auch noch rein in die Netzspieler, als ob es nicht schon genug an Damage wäre. Es wird jetzt noch mehr. Die Mutas sind natürlich noch alle unterwegs und Sets hat auch keinen Bock mehr, kann man verstehen. Also sich das nicht länger antun will, sagt er GG und gibt das 1 zu 9 Rainer, der währenddessen gerade schon auf Hydras rüberschwenkt. Also er war schon im vollen Tech-Wechsel und wenn dann wirklich ein paar Phoenixe draußen gewesen wären, um die Mutas einzukreisen, dann wären eine Wandern Hydras gekommen und hätten einfach den Rest des Protoss nochmal zerpflückt. Aber da war jetzt der Schaden schon viel zu krass. Und da konnte Stats einfach nicht mehr viel tun. Hatte einfach nicht Infos, obwohl er ein Oracle draußen hatte. Er war nicht sehr gründlich, was das Scouten anging. Und ja, man hat gesehen, wie heftig das einen kosten kann. Somit geht's weiter auf Oxide. Rainer hat das 1-0 Stats, chillt mit einem Adept in der Natural seines Gegners. Hat einen zweiten Adept auch noch unterwegs, der wartet vor der dritten. Und die Linge müssen ein bisschen aufpassen. Gegen zwei Adepts wird das sehr unangenehm, aber da kommt gerade noch frisch ein Schwung Linge mit dazu. Die Adepts porten nochmal weg. Ein bisschen Schaden ab. Es ist wieder ein Voyager unterwegs. Es gab wieder ein Stargate. Also es ändert sich mal nicht viel vom Tech. Es ändert sich nicht viel vom Spielaufbau. Stats wird selber wissen, das ging hauptsächlich schief, weil ihm eben einfach Informationen gefehlt haben. Er hätte ja mit zwei Stargates eigentlich den richtigen Konter gehabt, um Mutas abzuwehren. Aber er hat einfach nicht gemerkt, dass er Phoenixe braucht. Und ja, so. So fällt das Spiel halt auseinander. Tatsächlich Vision ist halt in StarCraft auch eine sehr, sehr wertvolle Ressource. Man redet immer von den Mineralien von Vespingas, aber tatsächlich, es sind mehr oder weniger 4 Ressourcen, die man hat in StarCraft, die man managen muss. Neben Mineralien und Vespingas kommt dann noch einmal Zeit mit dazu. Zeitliches Management ist mega wichtig in StarCraft, dass man seine Timings trifft, dass man gegnerische Timings im Kopf hat. Und dann natürlich noch Vision. Wie viel sieht man, wie viele Informationen hat man vom Gegner, wie viel kennt man von der Map? Und wie alt ist der Informationsstand? Also das sind alles Dinge, eben, auf die man aufpassen muss. Und die haben alle irgendwie Spiele kosten können. Wir sehen jetzt, das Oracle cruised wieder mal durch die Gegend. Es kommt wieder ein zweites Stargate. Es gibt aber auch plus 1 Air-Weapons dieses Mal. Also vielleicht ein etwas interessantere Air-Build mit einem Angriff von ein paar Void Rays. Man kann mit denen auch natürlich ein bisschen Schabernack treiben. Ein paar Void Rays, Prismatic Alignment anwerfen und dann einfach eine Hedge rauslasern, ist nicht ganz unmöglich. Problem ist meistens, dass da Queens im Weg stehen mit Transfuses. Wenn das Oracle versucht, an irgendeinen Kill ranzukommen, hat aber keinen Erfolg. Stattdessen jetzt kommen nochmal die Scouting-Runde mit Relevation. Rainer mit Drones, Leertech, Roach Warren. Also bei ihm auch Spielaufbau dasselbe. Dritte Basis bei Stats und seine Void-Reproduktion läuft. Mal gespannt eben, was dieses Plus 1 Air-Weapons dann auch mit abgibt, weil Warpgate ist schon da. Rainer sollte das gerade gesehen haben. Der Link kam nämlich, glaube ich, die Rampe kurz hoch. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber doch, das ist der Leuchten des Cybernetics Core. Und der leuchtet, dann ist er an und erforscht was. Also wenn er ein bisschen heller leuchtet und da so rot blinkt. Und wenn es sich eben dreht, dann ist das Ding am Arbeiten. Und man sieht eben eh schon, dass die Warpgates sind da. Die sind aufgeklappt. Das heißt, er erforscht irgendein Upgrade. Ansonsten würde der Cybernetics Core jetzt nicht noch fröhlich vor sich hindrehen. Wenn das in das Oracle hat, nochmal 2 Kills mitgenommen, dafür aber auch sehr viel Schaden kassiert. Man muss also ab hier aufpassen, wo es sich nochmal ranwagt. Und die Void Rays, ja, sie sammeln sich ein wenig. Es wird auf jeden Fall mehr als 4. Da kommen nochmal 2 mit dazu. Und das könnte wirklich so ein Void Ray Go werden. Einfach versuchen, was man mit diesen Void Rays weglasern kann. Wie gesagt, deren Damage sollte man als Zerg nicht unterschätzen. Gerade mit Prismatic Alignment auf Gebäude kann man ziemlich schnell da was komplett zerstören.
Bleibt abzuwarten, was diese Warriors dann schaffen, denn das ist nämlich vom Zerg auch was unterwegs, nämlich ein ganzer Zug an Queens. 8 Queens auf dem Feld, 3 mal wieder zu und Rainer hat sich für den Nydos-Plan entschlossen, wird aber die Warriors abkriegen. Das wird jetzt ein interessantes Aufeinandertreffen. Die Warriors können natürlich Notfall gerecallt werden, falls es brenzlig wird. Man sieht, dass die Queens so weit rauskommen. Das ist schon sehr, sehr verdächtig, wie weit der Zerg die Queens hier vorschickt. Das ist kein gutes Gefühl für Stats. Er baut aber weitere Warriors. Es sind 10 Queens gegen momentan 6 Warriors und hier die Warriors. Masse sieht auch die Queens an. Momentan die Queens zu bekämpfen, wäre eigentlich noch ganz cool für Stats, weil das sind nicht alle. Das heißt, da gibt es nicht so viele Transfuses, die da möglich sind, aber man muss halt irgendwie durchkommen. Es ist nicht so einfach. Die Queens tanken halt doch sehr, sehr viel weg. Jetzt geht's los mit dem Nydos. Wurde der gesehen? Nein, wurde von Stats noch nicht direkt gescoutet, aber er kann sich denken, dass irgendwas hier im Busch ist. Jetzt sieht er den Nydos. Jetzt geht er die erste Queen an. Er nimmt die erste Queen auch raus. Das ist kein schlechter Start für Stats. Wie gesagt, wenn er die Queens in den Griff bekommt, dann hat er eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil er hat halt eine Army gleich aus 10 Void Rays. Und das heißt, die Roaches haben nicht viel zu melden, wenn die Void Rays sich einfach entspannt um die Roaches kümmern können. Hier sind massenhaft Schildbatterien, da kommt Corrosive Pies mit rein und den muss man natürlich ständig ausweichen. Die Void Rays müssen am Leben bleiben. 9 Void Rays gegen 12 Queens und eine ganze Wand an Roach Ravager. Die Ravager aber werden direkt runtergefokust. Die Ravager gehen sehr, sehr schnell down. Für Schuss werden aber genutzt. Ein paar Ravager waren von den Queens geblockt. Die Queens blockieren hier den Eingang. Es kommt nicht so viel durch für Rainer und das läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und er blockiert mit den Queens gerade immer noch die Lücke. Jetzt kommen ein paar Transfuses mit dazu. Es sind immer noch 10 Void Rays hier am Start. Und Transfuses heilen die Säuger, die Schildbatterien halten die Protoss-Army am Leben. Die Linge versuchen da ihr Bestes, aber bisher hält hier Sets ziemlich gut durch. 7 Ravager immer noch auf dem Feld, 11 Kings noch auf dem Feld. Die Warriors versuchen jetzt mal mitten im Fokus auf die einzelnen Kings. Transfuse-Energie ist aber gleich alle. Das heißt, da geht dann nichts mehr und dann könnten die Warriors den Fight nach und nach übernehmen. Es sind jetzt noch 10 Warriors, noch 9 Warriors. Es wurden gerade nochmal welche nachgebaut. Die Schildbatterien gehen hier Stück für Stück drauf. Die Linge sind jetzt nochmal dran an den Props und es sind 9 Worker bereits gefallen, 11 Worker bereits gefallen. Aber die Säuger-Army ist hier natürlich auch ziemlich committed. Sehr viel Zerg steht hier und Fluchtwege gibt es nicht so und Fluchtwege ist noch nicht so wirklich geplant. Die Ravager werden so schnell aus dem Leben gelasert. Die Warriors teilen wirklich mächtig aus. 11 Warriors und die Ravager werden deutlich weniger. Jetzt geht nochmal ein Void drauf. Die Queens währenddessen gehen weiter nach vorne, haben nicht mehr wirklich Energie. Die Ravager damit können nicht gerettet werden und werden Stück für Stück weggelasert. Gerade Fokus auf die Ravager, jetzt Fokus auf die Queens und die Zerg-Army, sie wird auf jeden Fall kleiner. Die Warriors müssen aufpassen. Da gibt es nochmal einen Schildbatterie, die Overcharge, ist tatsächlich ziemlich wichtig. Die Schildbatterie lädt nochmal einiges auf, bevor sie selber hier drauf geht. Haut da wirklich noch einiges Energie raus. Die Warriors sind nochmal low, aber es sind nur noch 10 Warriors. Man sieht schon, nach und nach wird die Zerg-Army ausgedünnt. Da ist ein Immortal noch mit dabei, der die Roaches gerade aus dem Leben ballert. Und die Zerg-Army wird es hier nicht schaffen, den Protoss zu überrennen. Denn jetzt pflücken sich die Warriors hier Stück für Stück die Einheiten weg. Und die Zerg-Army ist nicht mehr krass genug. Geht nochmal ein Void drauf. Die Zerg-Army versucht jetzt nochmal in der Natural was zu tun, aber da kommen sie einfach nicht weiter. Denn jetzt sind da 8 Warriors in der Luft und der Zerg hat gerade mal 3 Queens. Und die schaffen nicht, das aufzuhalten. Und da sieht man, es wird sofort nach vorne gejagt. Der Nydos soll weg. Also Stats hat das auf jeden Fall auch einen Blick, dass er den noch eliminieren muss. Und er wird den eliminieren. Hat also überlebt. Die Frage ist, hat er zu viel Schaden genommen? Er hat 25 Probes verloren. Ist aber trotzdem noch auf 52, was an sich keine schlechte Anzahl ist. Die Linke wollen aber nochmal ein bisschen nachsetzen. Die Adepts wollen aushelfen, um die Probes nochmal zu erhalten. Das Oracle Laser mit rein. Die Probes ziehen sich nochmal in die Ecke. Die Warriors währenddessen gehen auf vollen Counter-Attack-Move. Die kommen hier nicht zurück für diese paar Linge, sondern die wollen hier dem Zerg genauso viel Schaden zufügen. Der Mortal war hier auch mit vorne, wurde tatsächlich komplett surrounded. Und die Warriors haben einfach gerade nicht ganz die Zeit, denn der Zerg ist noch zu aktiv. Also Rainer versucht nachzusetzen. Versucht einen weiteren Nydos aufzusetzen, aber der wird direkt gefunden, der wird eliminiert. Die Road Ravager Army ist es halt nur ein Ravager, das heißt, die Warriors können das auf jeden Fall clearen. Langfristig, da geht es erstmal noch an den Pylon. Die Schildbatterie lädt er nochmal auf, hat weiter Energie und die Protoss Army sollte das in den Griff halten. Wenn das hier, das sieht man, das Prismatic Alignment mit den Warriors, einmal der Leertech komplett runtergelasert auf Hälfte der Deadpoints. Die waren nicht lange drauf, die Warriors müssen aber jetzt hier gegen die Queens fighten. Die Queens haben nicht genügend Energie für Massentransfuses. Das heißt, die Warriors werden diesen Fight gewinnen. Unten sind 9 Probes gestorben, aber von der Zerg Army bleibt auch nicht so. Das heißt, Rainer opfert hier sehr, sehr viele Army Supply. Am Ende kann er seine Mainbase auch nicht verteidigen. Wie man sieht, der Leertech, er ist am Sterben. Der Leertech wird hier fallen. Da kommen jetzt gleich Hydras raus, aber die kommen halt einen Ticken zu spät. Und selbst dann müssen die aufpassen, wenn es einzelne Hydras sind, dass die Voidrays die nicht auch rauspflücken, denn da kommt deutliches Voidray-Unterstützung. Ja, es sind jetzt hier die ganzen Voidrays gesammelt, 9 Stück. Es sind 10 Hydras auf dem Feld. Die Hydras haben nicht so viel an Upgrades. Wir sind dabei plus 1 für die Voidrays, plus 0 für die Hydras. Sporkhol ist damit dabei und jetzt kommen die Hydras von allen Seiten, versuchen die Voidrays einzukreisen. Das ist eine gute Gelegenheit hier für Rainer, um diese Voidrays in den Griff zu kriegen. Er sollte es in den Griff kriegen, ansonsten ja, bereitet ihm das nur noch mehr Probleme. Am Ende schafft das nicht ganz. Rain hat massiv viel Supply frei. 196 ist seine Obergrenze gerade. Hat gerade mal 17. Hat natürlich jetzt hier eine Basis für uns. Das heißt, Rainer ist auf 2 Base gegen 3 Basen Protoss. Also am Ende hat Stats trotz massig verlorener Worker, ist jetzt hier bei 34 toten Probes, doch einiges an Economy. Und zwar mehr als was der Zerg hat. Mal gespannt. Kann Stats das hier noch retten? Er hat in der Zeit Temple Archive unterwegs.
Er hat plus 1 gleich fertig und Charges unterwegs. Da kommt nochmal ein ganzer Schwung an Gateways. Es gibt den Lurker denn von Rainer Seite. Natürlich von einem Hive-Tag ist er jetzt weit entfernt. Der muss erstmal einen Lair-Tag nochmal neu bauen. Also Lurker ab geht's aber nicht so schnell ein Thema sein. Das heißt, auch wenn Lurker da sind, sie sind nicht diese Mördermaschinen, wie man sie kennt, sondern sie sind doch noch ein Stück schwächer. Aber ja, was nicht ist, kann auch werden. Rainer schnappt sich jetzt eine vierte. Natürlich, er kann auch gerade kein Infestation-Bild bauen, weil ihm fehlt der Lair-Tag. Der ist Voraussetzung dafür. Für den Lurker denn ist die Voraussetzung nur der Hydra denn. Daher kann er den Lurker denn gerade noch bauen. Also das geht. Aber eben für Infestation-Bild und Hive-Tag, da fehlt auf jeden Fall bei Rainer noch so einiges. Er hat auch gerade... Nein, er hat noch immer keinen Lair-Tag unterwegs, was ich sehr überraschend finde. Er hat noch kein Lair nachgedrückt. Was ein bisschen komisch ist. Weil eigentlich ist so ein Lair-Tag schon hilfreich zu haben. Gerade eben mit den weiteren Tech-Möglichkeiten, die man hat. Das wird nämlich auch andere Upgrades blockieren, die Rainer dann vielleicht dazu holen möchte. Jetzt erstmal Fight, Protoss Army gegen Zerg Army, die Hydras. Oh, die Hydra-Flanke! Richtig gut gemacht. Die rennt da rein, versucht die Voidwaves zu kriegen. Sniped einige Einheiten. Währenddessen gibt es hier nochmal Ärger mit dem Oracle. Da schnappt sie nochmal 3 Kills. Dieses Oracle eh schon mega low. Schafft es tatsächlich noch einige Kills rauszuholen, aber die Protoss Army hat gerade gelitten. Muss jetzt wieder verteidigen. Zerg hat eine vierte und Stats weiß auch davon. Storm ist noch nicht ganz da. Das ist eben ein Timing, mit dem Stats gerade überhaupt nicht umgehen kann. Er hätte gar noch ein paar Sekunden für Storm. Dann ist alles viel, viel besser für ihn. Wir brauchen jetzt halt noch 20 Sekunden, die irgendwie hier rausschinden muss. In der Hoffnung, dass der Zerg vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld hat. Es sind jetzt die Lurker da. Wie gesagt, die Upgrades sind da nicht mit drauf. Die haben nicht mal ein Attack-Upgrade gerade bisher. Also die Lurker sind, wie gesagt, nicht die krassesten Maschinen. Und Storm ist ein paar Sekunden da. Ein paar Immortals mit dabei. Die Cells sind trotzdem nicht die besten Einheiten gegen Lurker. Aber das ist nicht überraschend. So, die Zerg-Army stellt sich vor der Natural auf. Die Protoss-Army an der Rampe von der dritten. Storm ist jetzt ready. Und Templer haben auch sehr viel Energie für Storm parat. Vielleicht auch Feedbacks für die Queens. Storm geht erstmal auf die Queens drauf. Storm geht auf die Lurker drauf. Soll jetzt Schaden von der Seite rennen. Nochmal Storm. Die Templer kriegen ein bisschen Schaden ab von den ganzen Lurkern. Aber die kriegen auf sehr viele Storms hier raus. Die Zerg-Army wird auf jeden Fall ziemlich angesoftet. Ein paar Lurker sind da kurz vor tot. Da wird nochmal defensiv für Storm gezündet. Trifft aber nicht. Das ist sogar ein Doppelstorm. Das ist ein Panikknopf. Und in der Zeit hat sich gerade was anderes bewegt. Denn man sieht hier oben, sind Zealots unterwegs. Die wollen in die dritte Basis rennen. Da ist halt nichts außer eine Hydra. Und auf der anderen Seite sind auch Zealots unterwegs. Also Stats hat auf jeden Fall Vorbereitungen getroffen, wenn das in seine vierte Basis hier gelitten hat und die Storms runtergekriegt sind. Sind hier rein in die dritte, die eine Hydra hat, der wirklich nichts zu melden. Die Zealots schlagen sich hier durch. Zealots gehen auch hier rein und schlagen sich auch hier durch die Drones durch. Die Zerg-Economy kollabiert gerade. Und der Zerg hat es bisher nicht geschafft, die vierte Basis von Protoss aufzuhalten. Also das dreht gerade den Spielverlauf wieder ein wenig. Hydras kommen jetzt zurück, versuchen das zu verteidigen. 12 Drones haben wir bereits down. Die dritte wird da immer noch angegangen und ist komplett offline. Parcells versuchen hier noch zu fliehen. Die Frage ist, ob sie das schaffen. Die vierte von Protoss lebt nämlich. Also momentan setzt jetzt hier mit gerade mal 5 Worker weniger auf gleicher Basenanzahl. Und natürlich seine Army deutlich gestärkt jetzt durch diesen Storm. Und hier ist es immer noch eine so Hydra-lastige Army von Rainer. 20 Hydras, 6 Lurker. Und die Lurker sind stellenweise ziemlich angekratzt. Also ein weiterer Storm wird die ziemlich schnell zerlegen. Observer wäre mit dabei, bisher nicht ganz rangekommen. Creep ist auch nicht so üppig. Queens natürlich in Massen weggestorben. Es sind noch 2 Queens auf dem Feld mit der dritten unterwegs. Da kommen schon wieder Zealots angelaufen auf die dritte Basis. Das heißt, Rainer muss da reagieren, wenn das hat aber auch Probleme an seiner vierten Basis. Da kommen die Zealots nochmal von der Seite, chargen da rein, mutig auf die Hydra. Storms auf die Hydras oben mit den Roaches. Die laufen nochmal durch, kassieren da sehr viel. Die Lurker können die dritte Basis halten. Die Hydras laufen panisch weg, weil die einfach nicht fighten wollen. Die Lurker sollen das irgendwie erledigen. Die Protoss-Army wandert währenddessen komplett rüber zur dritten Basis. Denkt sich, das sieht einfacher aus, die Basis anzurennen. Ein paar Overlords sind da auch in der Region, werden rausgekommen. Das führt sogar zu einem Supply-Block. Setz mit 150 Supply, Rainer mit 180 und der versucht das einzugreifen. Er stellt hier eine Flanke auf, der Mortal unten sieht das. Protoss-Army hatte kurz reingeschaut in die dritte, setzt man Storm defensiv jetzt raus. Der Lurker wird sofort rausgefokust mit der Mortal Feuerpower. Da gibt mal richtig massive Storm hier auf die Roaches. Nidras nochmal ein gutes Storm hier. Die Protoss-Army kitet nach hinten, was das Zeug hat. Und in der vierten Basis sind die Zealots nochmal reingegangen. Die Zealots tatsächlich wieder am Start. Wieder ein paar Drones, die draufgehen. Rainer muss rüberrennen, kann hier seine vierte Basis einfach nicht aufgeben. Er braucht die Base. Und hat 6 Drones verloren. Jetzt ist also der Protoss in den Workern vorne. Gleiche Basenanzahl. Rainer pumpt einfach eine Masse an Hydras. Wie viel Templer haben wir noch? Denn das ist so die Lebensversicherung gegen die Hydras. Ja, es sind 8 Templer auf dem Feld. Sammeln gerade stellenweise noch Energie. Also nicht komplett 8 Storms parat, aber 4 Storms auf jeden Fall. Das ist Hydras schon mal sehr gefährlich. Die finden aber einen weiteren Immortal. Und der hat keine Chance hier. Die Protoss weiß aber zumindest, wo die Party abgeht. Die Zealots werden abgefangen von den Roaches. 5 Probes direkt gefallen, weil sie zwischen den Basen durchgefahren sind. Und die Zerg-Army stellt sich wieder vor der Natural. Aber diesmal könnte es sein, dass sich Rainer hier einfach
ja, in eine Falle reinbegibt. Dann kommt der Protoss nämlich gleich von zwei verschiedenen Seiten an. Die soll jetzt warten auf eine günstige Gelegenheit, um da reinzurennen. Die Storms werden erstmal abgezündet, um die Lurker und die Hydras in den Griff zu kriegen. Wurden auf jeden Fall deutlich weniger. Hier sind wieder Zealots drin in der Basis und schlagen sich durch die Drones zu 16 Drones per Turn. Jetzt kommen die Zealots wieder zu Hydras und die Queens versuchen irgendwie diese Voidus in den Griff zu kriegen. Aber die Zealots charten jetzt an die Lurker ran. Die Lurker sind damit weg. Das heißt, die Archons räumen gleich komplett auf. Da kommt nur noch ein G von Rainer. Aber das hat Stats einfach besser gespielt als er. Und macht damit den Ausgleich hier nach 15 Minuten. Da hat Rainer seine eigenen Flanken offen gelassen und hat sich am Ende selber flankieren lassen, sogar noch im Engagement. Klar, er war auch ein bisschen hinten dran. Sein Tag ist eben einfach nicht mehr gewachsen. Er war am Ende quasi immer noch auf den Hatcheries. Kein einziger Leertag wurde damit angedrückt. Also Rainer ging mehr oder weniger all in auf den Lurker. Und man hat gesehen, Lurker ohne Upgrades sind nicht diese monströse Bedrohung. Mit denen kann man umgehen. Und Storms gegen Hydra war sehr, sehr wichtig und konnte tatsächlich rechtzeitig durchkommen. Also gut gemanagt hier von Stats. Hält hier durch, überlebt den Push an seiner dritten Basis, den Hydras-Push, und macht damit den Ausgleich. Gott, es sind 33 Queens gestorben in diesem Game. Das habe ich gar nicht mit. Das sind 2 Queens pro Minute. Was? Wie absurd viel. Für ein 16-Minuten-Game 33 Queens. Das ist echt ein bisschen mir vorweggegangen. Das Rainer muss ja nonstop Queens gepumpt haben. Da war ja natürlich keine Zeit da, um Leertag zu bauen. Okay, ja, das ist mir echt ein bisschen unter dem Radar geflogen, dass es so viele Queens waren. Das sind mehr als Roaches. Okay, Dinge gibt's, auch 16 Voidus, also die haben sie sich ordentlich bekämpft, das war eben auch viel in der Lydos-Phase, da ging einiges drauf, aber ja, mal sehen, was die nächste Map bringt. Und Rainer startet auf Jaggerneth tatsächlich mit dem 12er-Pool. Ja, aber es ist eine Scouting-Probe unterwegs und die wird das auch sehen, und ein bisschen spät, die Dinge sind dann gleich direkt fertig, aber jetzt kam das eh gerade schon komisch vor, dass der Zerg einfach hier noch keine Hedge irgendwo hingepflanzt hat. Der Pylon wird sofort gecancelt, weil den könnte man eh nicht am Leben halten. Und bisher der Zerg hat gerade eh nicht das Geld, um die Hedge direkt zu setzen. Es kommt aber gleich. Und bisher er hat gerade gesucht, wo die Drone ist. Und die Drone war dann doch in der Hedge. Also der Hedge-Block funktioniert nicht. Und es ist ein Haufen Linge. Das ist wirklich viel. Das sind richtig viele Linge, das Rainer hier pumpt. Das ist ja mal monströses Investment. Wall hier wurde aufgebaut. Probes wurden mit dazugezogen. Zweiter Zealot wird auch mit dazugeholt. Und jetzt einfach versuchen, die Wall und die Einheiten am Leben zu halten. Der Zealot sollte möglichst nicht surrounded werden. Und genauso sollte der Cybernetics Core hier nicht drauf, denn die Dinge fangen dann zu knabbern. Und Core ist bald durch. Dann kann natürlich auch ein Adept gebaut werden. Die Probe kommt dann mal mit nach Hause. Und ja, Rainer mit insgesamt 12 Lingen hat damit nur 13 Drones. Also das ist eben das Riskante von dieser Strategie. Er muss auf jeden Fall irgendwie den Protoss mächtig aufhalten oder Schaden zufügen. Ansonsten läuft das Rainer ziemlich schief. Er braucht nämlich jetzt deutlich Zeit, um natürlich den ganzen Worker-Count wieder auszugleichen. Zweites Gateway aber gleich da und der Core, ja, er wird eventuell fallen, aber die Gateways können dann Adepts produzieren. Dazu fehlt jetzt noch kurz am Mineralien, da so viele Props mit dabei sind. Jetzt ist der erste Adept auch schon da. Und jetzt die Linge, jetzt gehen sie drauf. Der eine Set wird surrounded, der zweite ist an der Wand gepinnt. Die Linge werden aber deutlich weniger und die Linge fressen sich durch die Sets durch. Aber damit sind auch kaum noch Linge übrig. Am Ende hat sich das für Rainer nicht wirklich gelohnt. Er fällt da trotzdem in einen Haufen Ressourcen und ist jetzt halt in der Economy und im Tech in absolut keiner guten Position. Er wird nämlich dann recht bald Adepts zu Besuch bekommen und er ist von dem Speed-Upgrade weit weg. Natural kommt halt auch bei Stats. Die ist natürlich später als geplant, wenn man den Build normal durchzieht, aber Stats hat eben seine Build-Order angepasst und damit den Link-Rush überlebt. Kann also jetzt hier entspannt weitermachen. Er wird durchaus interessant, wie Rainer von hier weitermacht. Er hat jetzt einen Worker-Count aufgeholt, aber dritte Basis natürlich erst noch unterwegs. Da geht's noch an den Creep-Tumor. Der Adept mit 4 Kills, aber da waren die Linge mit dabei. 8 Linge bereits gestorben für die Zerstörer. Jetzt Triple Adept am Start. Triple Adept ist gefährlich. Die 4 Linge müssen aufpassen. Die Queen, ja, ist nicht ganz schnell genug. Die Adepts gehen einfach mal rein und denkst du, jawohl, einzelne Linge raussnipen, gar kein Problem. Die haben kein Speed-Upgrade, die sind jetzt nicht so gefährlich. Mehr Linge werden gebaut und die Drones fliehen. Drones, dem bleibt nicht viel anderes übrig. Versuchen sofort dann auch wieder an die Arbeit zu gehen, wenn die Adepts rüberporten. Aber trotzdem, das Spielchen hier mit den Adepts ist mega lästig für den Zerg. Er verliert da Mining-Time, er verliert da Linge, er verliert da Drones. Er kann vielleicht den ersten Adept jetzt mal kriegen. Der Adept ist low, der Adept geht nochmal hoch in die Main-Base. Da wird aber surrounded mit den Drones, wird gefightet mit den Drones. Am Ende sterben da 4 Worker und alle 3 Adepts. Hat sich das gelohnt für Stats? Ich denke tatsächlich schon, weil die Zerg-Economy halt echt in keinem guten Zustand ist. Und wenn er jetzt nochmal quasi frühe Larven für Linge bauen, verbauen musste, anstatt dass er dann noch mehr Drones durchpumpen kann. Also die Zerg-Economy immer noch
in der recht schlechten Situation. 27 zu 36 der Worker-Count. Ja, der Protoss mit 10 Workern vorne ist wirklich nicht das, was man haben möchte. Man sieht auch den Einfluss vom Adept Harassment, wo eben einfach Mining Time verloren ging. Als Stalker und Sentry sage ich hier mal kurz Hallo. Speed Upgrade jetzt für die Linge unterwegs. Und wir haben mehr Gateways und den dritten Nexus bei Stats. Tech-mäßig hat sich jetzt da aber auch nichts mehr getan, sondern er ist einfach auf Gateways. Schickt die Hallucination Source, um zu scouten. Also es ist jetzt ein bisschen ein anderes PVZ, als man das normalerweise kennt. Bedingt durch das Opening, das Rainer hier gewählt hat. Interessante Wahl auf jeden Fall. Die ganze Geschichte. Mal gespannt, wer sich dann aus so einem Spiel das Beste machen kann. Denn beide aktuell einfach weiter am Hochbauen. Aber Rainer wird wissen, er ist auf jeden Fall mit dem Nachteil unterwegs. 50 Drones jetzt, hat jetzt also Stats überholt, aber ist halt nicht schön, gegen den Protoss zu kämpfen, der gleich viele Basen und ähnlich viele Worker hat. Rainer baut jetzt den Roach One, geht auf den Leertech, geht auf den Evolution Chamber. Währenddessen kommt die Robo bei Stats. Hat auch einen File Account und eine Fortune, kann also plus 1 und Blink anfangen, das macht er hier auch. Und weiter scouten hat da insgesamt 5 Sentries offen. Seine Army besteht echt aus Sentries. Und dem einen Stalker, der damit dabei ist, ist jetzt nicht unbedingt die krasseste Protoss-Army, aber da Rainer eben selber beschäftigt ist, einfach alles aufbauen, einfach Drones pushen und Tech hochziehen, ist einfach nicht die Army da, die den Sentries groß gefährlich werden könnte. Man könnte eine Linkflut versuchen, aber es ist halt mit einer eh schon angeschlagenen Economy nochmal Link All-In durchzudrücken, ist wirklich nicht so einfach. Am Ende kommt da auch nichts zustande erstmal. Leertech ist dann endlich online, dritte Basis von Stats läuft und im Work-Account ist er halt immer noch sehr, sehr gut dran. Da kommen jetzt noch ein paar Länge, mehr Länge wird angelaufen. Frischen Adept reingewoppt worden. Auch hier die Protoss-Einheiten. Ist mutig, wie die Protoss-Army da drauf rennt, aber die Länge respektieren das. 6 Sentries, 1 Stalker und besteht noch ein Adept in der Wall. Und in der dritten Basis mal kurz die Schildbatterie angeknabbert. Die Linke wollen einfach mitnehmen, was sie können. Können habe ich hier nicht wirklich raus. Die Wall ist nämlich da. Also die Linke sind ja auch noch eingesperrt. Für Rainer, okay, da verliert er seine ganzen Linge. Und er kriegt halt nichts dafür. Nein, die Schildbatterie hat auch noch gelbe Hitpoints. Die Schildbatterie kriegt er auch nicht so einfach. Wird zwar nicht alle Linge, aber ein Haufen davon. Man wechselt jetzt auf Roaches mit Roach Speed und plus 1 Missile Attacks und eine vierte Basis unterwegs. Trotzdem, das ist nicht schön für Rainer, wie das gerade läuft. Aber er hat sich selber in die Lage gebracht. Also, er muss es auch selber ausbaden und die Dinge werden ihm alle verloren gehen. Es kommt auch noch ein Notfallsbankcrawler. Also, man mag es auch. Rainer fühlt sich hier schon etwas unter Druck. Es hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen. Ja, ist dann gleich Blink da und plus 1. Das heißt, die Stalker können auf jeden Fall ein bisschen mit der Zerg Army spielen. Treffen dann halt auch auf Roaches ohne Speed Upgrade. Also, ein Gegner, der durchaus willkommen ist, der einfach nicht so krass ist. Damit kann man arbeiten als Blink Stalker. Dann da gehen wir einfach rein, snipen eine Einheit oder zwei und dann blinkt man wieder raus. Auch Ravagers sind da ein gern gesehenes Ziel. Warpers müssen wir dabei, also die Protoss-Army möchte jetzt selber etwas Druck machen. Und da ist eine Roach auch schon down, der Overlord geht oben auch mit drauf. Die vierte Basis ist da ein wenig in Gefahr. Observer ist mit dabei, der Spinecaller muss hier helfen. Es werden noch mehr Spinecaller gebaut, also Rainer wirklich Kampf ums Überleben gerade an seiner vierten Basis. Er muss diese Protoss-Army irgendwie aufhalten. Aktuell verliert er aber hauptsächlich dabei. Die vierte Basis wird einfach angeschossen, verliert einige Hitpoints. Erstes Drittel ist runter, nochmal eine Roach zu weit vorne, der Stalker wird nach hinten geblinkt. Jetzt nutzt das halt gerade wunderbar aus, was er an Vorteil hat. Und Rainer ist da auch gezwungen, natürlich mehr und mehr Roaches zu pumpen, die langfristig halt auch nicht die tollsten Einheiten sind. Und die Protoss-Army bekommt plus 2 Attack und eine Robotics-Ray und eine zweite Robo. Und dann könnten es durchaus noch mehr Immortals werden. Und mehr Immortals ist natürlich ein Todesurteil für Roaches. Und der Stalker stand sich auch noch schön den Overseer. Also für Rainer. Es läuft hinten und vorne nicht. Er hat immer noch eine okay Economy im Vergleich zu dem, was Stats gerade hat. Aber er hat bei weitem nicht den Mining-Vorteil, den er gerne hätte. Man sieht, dass hier 1800 zu 750 Resources lost. Die Frage ist jetzt, wann kommt seine vierte? Steht nämlich da schon davor, könnte bald eine Probe dafür rausschicken. Baut also jetzt erstmal besagte Immortals, wartet bis der nächste Tech online ist. Und sein plus 2 macht Fortschritte. Plus 2 Missile Attacks auch bei Rainer unterwegs. Der hat es aber immer geschafft, mit dem Tech voranzukommen. Hive Tech plus Hydra dann. Ich denke, für Rainer, die Rettung sind quasi seine geliebten Lurker. Mit denen versucht er sich hier durchzuhangeln. Hoffen, dass Stats ihn lange genug in Ruhe lässt, dass er da rankommt. Es gibt währenddessen die ersten beiden Kolosse, interessanterweise. Und die Salads werden sofort abgefangen, also der Drop funktioniert nicht. Das ist mal etwas, was für Rainer läuft. Der ist jetzt maxed. Aber es ist ja wirklich eine sehr Roach-lastige Army. 25 Roaches, 10 Ravager.
Da kommen jetzt aber noch 8 Hydras mit dazu und da kommt der Lurker dann. Also da kommen die wertvollen Werkzeuge. Und Stats hat hier Rainer lange genug Zeit gelassen, weil Stats aber auch seine vierte Basis hat. Da kommt noch Static Defense mit dazu und 70 Probes, 83 Drones. Hier werden noch ein paar Linge rausgesniped. Ja, die Protoss-Armee hat schon auch was. Ist auf jeden Fall nicht komplett unfähig. Und bis zu den Lurkern dauert es doch noch einen Augenblick und kostet natürlich noch eine ganze Stange Geld. Da wird jetzt auch der Koloss gescoutet von den Dingen. Wurde nämlich gerade weggelasert von dem. Die Kolosse haben auch kein Range-Upgrade. Also es sind einfach zwei Kolosse mittendrin in dieser Army. Jetzt werden Disruptor gebaut. Die Stalker sagen nochmal Hallo zu den Roaches. Creepster ist halt auch fast nichts auf dem Feld, weil, ja, Rainer hatte nicht die Möglichkeiten dazu. Und mit der Creeper sogar noch ein bisschen weniger. Corrosive Bice halten die Situation gerade. Stats wandert mal über die Map. Könnte die fünfte vielleicht rausnehmen, die da oben ist. Denn die kann Rainer nur sehr, sehr schwer defenden. Da kommt es sehr schwer nur ran. Und ja, Creep ist hier halt auch nicht wieder in Abdeckung. Das heißt, er... Das macht die Sache nur noch komplizierter. Die Stalker wirft mal Cross of Bice. Trifft eine Sentry? Trifft einen Stalker? Kein schlechter Start hier für die Cross of Bice. Aber ja, die fünfte ist nicht am Leben zu erhalten. Die wird einfach gecancelt. Und bei Stats, ja, kommt jetzt auch okay. Er will das ein langes Game durchziehen. Ziehe ich mit. 3 Stargates. Und plus 1 Air Weapons. Zudem kommt Warp Prism Speed. Also das... Da könnten wir jetzt hier noch ein bisschen länger sein. Rainer bekommt seine Lurker. Aber Stats sagt sich, ich rüste ja auch massiv auf. Und ich habe die Economy für sowas. Wird auf jeden Fall noch interessant, wie die beiden das hier managen. Die neue Basis hier wird nämlich auch direkt angeschlagen, zerschlagen von den Zells, plus 2 ist da drauf und Basencancel ist dort. Das heißt, erfolgreicher Job hier für die Zellets. Ein Zellet geht zwar da drauf, aber das ist es wert. Damit hält man den Zerg auf 4 Basen und da ist Protoss, hat man selber 4 Basen. Rainer sammelt eine Bank, geht auf Adaptive Talents, gibt plus 3 Missile Attacks und Vipern. Also jetzt hat Rainer endlich mal die Optionen, um besser zu traden als ein Protoss, was hier fast muss. Bei Vespine Gas Bank ist noch nicht wirklich viel da und setzt es selber kurz vor Max out. Schickt hier auch mehr Zellets durch die Gegend. Das ist jetzt der nächste Versuch der fünften Basis, damit das endlich mal was wird. Setzt währenddessen hat seine eigene vierte am Laufen. 77, 69 Workers setzt jetzt sogar mit mehr Workern aktuell, also mit mehr Mining. Rainer hatte ja in der Zwischenzeit mal kurz den Mining-Vorteil. Die Protoss-Armee wandert jetzt auch raus und das ist gerade eine schöne zweiseitige Attacke. Einmal mit den Zellets auf die Hedge und die wird sofort zerlegt und hier die Einheit, die unterwegs sind. Ja, bekommt ein bisschen Angst durch die Haupt-Protoss-Armee. Die Zellets waren jetzt abgefangen. Die Protoss-Armee kann natürlich weiter nach vorne moven. Und hier ist noch mehr Static Defense dabei. Also Rainer, volle Eagle-Modus. Man sieht die Stacheln auch schon überall. Stats respektiert das, aber hat eben eigene Pläne. Er baut 4-fach Carrier. Und das kostet eine gute Stange an Geld. Währenddessen, Rainer hat natürlich eine Armee mit nicht so viel Anti-Air. Seine Anti-Air besteht aus 4 Queens und hat nicht mal eine einzige Hydra. 9 Ravager, das sind seine Anti-Air. Kommen noch mal ein paar Hydras gerade mit dazu, es wurden 5 nochmal gebaut. Da geht's los mit Abduct Nummer 1. Koloss ist weg. Das sind die Moves, aber die Koloss haben auch kein Range-Upgrade, also die können eh nicht von so weit weg angreifen. Es sind schon ein paar Disruptor da, auf die muss man da eher aufpassen. Disruptor kommt, Disruptor schlagen ein, da gehen auch ein paar Lurker drauf. Da gibt's Feedbacks auf die Vipern, damit hat nur noch eine Energie. Es sollte währenddessen ein Run-By zustande kommen, aber hier ist eine volle Wall. Da durchzukommen dauert noch ein bisschen. Die Zerg-Army hat noch kein direktes Plus 3, aber sie macht auf jeden Fall jetzt Damage mit diesen Lurkern. Ja, das Gateway wird nach und nach zerlegt. Die Stalker kommen jetzt rüber und sich die Sache anzusehen. Das sind ja 2 Lurker, das heißt, die Stalker können alleine nicht so viel tun. Oh, ach, der Unbarrow tatsächlich von den Lurkern kostet da einem das Leben. Die Lurker halten da Stellung. Ja, das geht hier wieder ran mit den Abducts, aber auch die Disruptor-Kugel geht hier rein. Das heißt, der Koloss stirbt, der Disruptor stirbt, aber auch vom Zerg stirbt da einiges. Und der Lurker wird nicht am Leben bleiben, der wird auch gesprengt. Währenddessen sind unten quasi nur noch die Lurker und 2 Ravager übrig. Die Stalker fighten die ganze Zeit hier. In der Zeit wächst natürlich die Anzahl an Carriern. Wir sind jetzt bei 4 mit nochmal 4 unterwegs. Zudem die Upgrades werden besser. Und die Carrier sagen mal kurz Hallo. Und die Zerg Army hat halt noch nicht so viel an, ja, Hydras mit dabei oder generelle Anti-Air. Da kommt jetzt auch ein Spire, weil man natürlich Corruptor in Planung hat. Denn das Warp ist ein Schleichter noch durch die Gegend. Aber wird das nicht überleben. Da kommt Doppelspire sogar. Also man sieht, dass Rainer ist es wichtig. Okay, wir müssen Corruptor rankriegen. Ansonsten hat er bald mit seinen Carrion viel zu viel Power. Die Roaches versuchen hier nochmal kurz die Basis zu belagern. Und das sieht auch gerade ziemlich gut aus. Nimmt die ganzen Static Defense Gebäude raus, nimmt den Pylon raus und die Carrier drehen nochmal ab, weil hier ist die größere Zerg Army unterwegs und die ist auch eine Bedrohung. Die Stalker währenddessen wandern hier unten. 5. Basis Rainer ist jetzt auch endlich mal online. Und die 5. Basis von Stats ist am Start. Er kann gerade nicht seine beiden Basen halten.
Die Stalker auch sehr, sehr frech auf der Map unterwegs sind. Ja, die fünfte ist down. Die Stalker müssen versuchen, Reinforcements abzufangen. Kriegen auch mal die erste Hydra. Die Stalker kommt jetzt aber sofort... Oh, das könnte die Viper in den Kopf kosten. Nein, die Stalker blinken nach vorne. Die blinken nach vorne auf die Hydras. Kriegen also die stattdessen. Das heißt, die Viper bleiben am Leben. Die Stalker nehmen trotzdem einige Einheiten raus und können natürlich easy weiter blinken. Die Stalker werden jetzt auch mehr oder weniger weggeworfen. Also Stats hat hier nicht im Sinn, dass diese Stalker ewig leben. Die sollen einfach noch so viel möglich mitnehmen. Nehmen den Overseer auch nochmal mit. Und dann kommt natürlich noch der Blink in die Basis da oben rein, um da möglichst noch die Hatch zu snipen. Recall. Doch Recall wird versucht. Stalker sind dann Stats auch ein bisschen zu wertvoll. Und er kann bis auf einen alle retten. Und macht dann ein paar gute Snipes. Hier wurden die Roaches nochmal reingeschickt. Das ist auch so Supply frei machen. Man sieht das nämlich direkt. Es werden 16 Corrupter gebaut. Also da kommt die massive Anti-Air, die dringend benötigt ist, um die Carry in den Griff zu kriegen. Von denen sind es nämlich 8 Stück. Da kommt ein Mothership mit dazu. Air Armor 1 ist ready. Und da kommt noch das erste Schild-Upgrade. Da kommt der nächste Versuch der fünften Basis. Noch ein paar Stalker, die da rauswandern. Und Rainer, ja, mit seinen eigenen 5 Basen. Mit sehr viel Static Defense, mit wachsender Anzahl an Static Defense. Also, wie gesagt, das wird eine längere Geschichte, das Game. Weil Rainer zu Hause sehr viel am Eageln ist. Hat dann doch noch einen aggressiven Move mit seinen Lurkern gemacht. Aber am Ende kam er da natürlich nicht durch. Somit ist es weiterhin das Problem auswarten und dann Trades suchen. Vipern plus Corruptor gegen die Carrier. Und natürlich die Lurker gegen alles, was auf dem Boden rumsteht. Die Stalker sagen hier noch kurz Hallo zu den Hydras. Da waren gerade nochmal mehr Stalker. Die 2 Lurker sind dabei. Die Stalker haben nicht die Lurker gefokust. Jetzt kommt der Blink rüber. Die Lurker machen zu viel Schaden. Die Stalker verlieren diesen Fight. Die Lurker sind zwar weg, aber die Stalker sind ebenfalls weg. Da bleibt nicht viel übrig. Währenddessen sammelt sich hier der Ball an Corruptor mit den Vipern. 4 Vipern, 20 Corruptor, 8 Carrier auf dem Feld, da geht's ran. Ersten beiden Abduct auf die Carrier. Carrier überlebt die erste Runde, aber nicht die zweite. Noch der hier geht nach der zweiten Runde angegriffen einfach drauf. Das ist da, wo der Stats etwas überrascht. Damit hat er nicht direkt gerechnet. Da müssen die Feedbacks quasi direkt ready sein. Jetzt ist das Mothership mit dabei, aber es ist auch ein Overseer am Start. Und da ging mein Storm auf die Corruptor. Das ist natürlich jetzt die große Konterwaffe, die man gegen die Corruptor hat. Nämlich der Psionic Storm. 6. Basis für Rainer unterwegs. 61 zu 76. Meine Zunge kann schon gar keine Zahlen mehr aussprechen. Das ist momentan der Work-Account und der Protoss damit wieder mit ein bisschen Mining. Bei der Army Supply ist natürlich Max so viel wie möglich. Und die Bank sammelt sich ein wenig. Aber es hat immer noch sehr viele Upgrades und ein paar teure Einheiten investiert. Und natürlich auch Static Defense, wie man gerade bei Rainer sehr viel sieht. Inzwischen 16 Spinecrawler, 14 Spores, Tendenz immer noch steigend. Und die Hydras machen dann eine neue Aktion mit Ravager und mit ein paar Lurkern, denn da ist eine 6. Basis Protoss. Und die wird das sehr wahrscheinlich nicht überleben. Die kann man eigentlich sofort canceln. Es kommt auch sofort, ja, keine Chance, weil die Protoss Hauptarmee ist hier. Die wird gerade von den Corruptern besucht und die Corruptern nehmen einen weiteren Carrier raus. Schöne Snipe. 23 Corruptor ist inzwischen genügend Damage für einen One-Shot. Oh, das Warprison kriegt auch was ab. Lädt aber nochmal die Temple aus. Haut ein paar Storms und die Corruptor fliegen da auch durch. Die Carrier dessen ballern auf die Sporecrawler. Unten an der 3. Basis gibt es auch sehr viel Action. Der Temple hier wird angefokust. Und Stats schaut nicht auf seinen Temple, hätte da vielleicht nur Storms rausjagen können. Jetzt Abduck auf das Mothership. Das kriegt sehr viel Schaden ab. Templer können nicht mehr so viel tun. Die Archons sind stattdessen mittendrin. Und der Time Warp hat sich bremst die Corruptor nochmal aus. Und sorgt dafür, dass die Archons ein bisschen Splash-Mash raus haben. Die Temple sind hier vorne. Setzen jetzt nochmal einen Storm mit rein. Setzen nochmal einen Storm mit rein. Die Corruptor sind mega low stellenweise. Aber sie leben halt noch. Wobei die Carrier halt auch noch leben. Für die Corruptor ist es schwer zu fighten, wenn da die Carrier in so großer Anzahl da sind. Jetzt nochmal Abduck hier mit rein. Da kommt nochmal Feedback. Kommt ein bisschen später. Geht ein Storm mit drauf. Und die Corruptor sind mega angesoft. Das heißt, die Carrier wollen jetzt auch ein bisschen mit den Corruptern fighten. Fühlen sich da krass genug. In der Zeit wurde die komplette 3. Basis vom Protoss abgeräumt. Jetzt haben 13 Props, aber auch die 3. vom Zerg kriegt hier komplett den Damage ab. Die Carrier räumen da einfach fröhlich durch. Hier ist Static Defense, aber die wird nicht reichen gegen die Carrier. Es ist nur ein Spore-Corner, hinten steht noch eine Hydra. Das ist nicht genug, um die Carrier aufzuhalten. Die haben plus 3 Attack, die haben plus 2 Armor, die haben plus 1 Schilde. Die Zerg haben stattdessen startet einen Counter-Attack. Die Basis hier wird auch komplett fallen. Die Zealots gehen da rein, können und den Rest der Drones rausnehmen. Und die Carrier müssen jetzt aber irgendwo rüber. Vielleicht gibt es hier einen Recall. Das sieht stark nach einem Recall aus gerade. Ja, da. Oh, ein Carrier wurde nicht mitgerecallt. Recall kommt direkt auf die Base. Da ist ein Templar mit dabei und damit wird die Position gehalten. Wenn es ein Stacheln, die Lurker hier ein bisschen an der Wall vorne rum. Und damit haben wir 14 tote Drones und 2 tote Basen beim Zerg. Die Zealots schlagen noch ein bisschen mehr aus dem Leben. Der Carrier links wurde nochmal gesniped. Supply ist gedroppt. Wobei Rainer ohne Bank dasteht und versucht aber sofort weiter zu fighten. Die Disruptor Group geht ins Leere. Die Carrier werden wieder gejagt. Es ist noch einige Cannons mit dabei. Ist da irgendwo ein Storm? Es ist noch kein Storm. Das kommt stattdessen Feedbacks, um die Viper irgendwie im Griff zu haben. Aber die Corruptor sind halt auch mega, mega angeschlagen. Die Zealots tatsächlich leben noch hier unten, weil eben nichts auf dem Boden da war. Das sind nur die Corruptor drüber geflogen. Die Lurker stacheln sie noch immer hier durch die Wall durch. Hat einem Gateway jetzt gerade schon den Kopf gekostet. Und der Cannon da oben. Die Zealots schlagen hier aber weiter durch. Nehmen einfach alles mit, was sie mitnehmen können. Die Zerg zieht sich erstmal zurück.
Wir nehmen uns in 20 Minuten und die beiden sehen schon ziemlich ramponiert aus. Tatsächlich bei Stats 3000 Mineralien noch auf der Bank, bei Rainer noch 1500 Vespingas. Also beide haben unterschiedliche Probleme, was sie gerade brauchen, vor allem Rainer. Er hat seine ganzen Mineralien gegen halt sehr viel Static Defense, von dem jetzt auch schon einiges weggestorben ist. Und das hat er jetzt halt gar nicht für mehr Einheiten. Wobei er nicht so weit weg ist vom Max, hat bräuchte jetzt erstmal noch ein paar Overlords überraschenderweise. Baut schon das nochmal neue Viper, neue Lurker. Die Protoss Army klammert sich an die laufenden Mining Bases. Wenn man die dritte nochmal nachbaut, das würde sich sogar, glaube ich, lohnen. Was, es wäre es schon noch wert. 62 zu 42 der Worker Count aktuell, also der Protoss mit dem Mining-Vorteil. Die letzten 4 Minuten etwa, da kommt eine ganze Welle an Changelingen rübergelaufen. Deshalb gibt es sich Mühe, sich da durchzuschlagen. Aber der Wald ist, ja, sehr, sehr lästig. Man braucht sehr viel Zeit. Und da ist der nächste Fight in Vorbereitung. Die Hydras wollten aber gar nicht direkt fighten, die wollten lieber einen Run-By starten. Waren aber hier zurückgeschoben. Mehr Void Rays jetzt in Produktion. Da kann ich auch das Speed-Upgrade, also das Flux Mains Upgrade ist drauf. Die wollen jetzt natürlich profitieren auch von den Upgrades. 3, 2, 1 auf der Protoss Air Army. Und vorwärts geht's mit diesen 3, 2, 1. Das Warp ist ein bisschen mit dabei. Temple waren ausgeladen, Storms waren eingeladen. Die Corrupt ist immer noch ein bisschen angekratzt. Von den vorigen Storms auch. Da ist nochmal die Queen mit drin. Die könnte vielleicht noch ein bisschen schon schießen. Die Vipers sind vorne. Die Vipers werden weggelasert. Die Lurker Vanessen werden auch angelasert. Werden weggelasert. Die Zerg Ground Army verliert gerade den Fight. Die Corrupt stehen zwar noch. Problem ist aber einfach, ja, der Zerg verliert hier, wie es aussieht, eine wichtige Base. Die Corruptor geben jetzt absolut ihr Bestes. Der letzte Tempel kommt nochmal raus aus dem War Prison, kann nochmal einen Storm absetzen. Die Edge wird einfach direkt komplett zerstört. Die Corruptor sind jetzt hier im Fight. 25 Corruptor gegen 6 Carry und 7 Void Rays. Die Lurk unten drunter können halt nichts tun, weil es ist nichts, was auf dem Boden, was irgendwie läuft vom Boden. Es fliegt halt alles. Das heißt, es hängt alles an den Corruptor und jetzt hier hinten auch an den Sporkollen, die da mit dabei sind. Die Drones fahren da nochmal durch die Protoss-Einheiten. Das heißt, es wird noch sehr viel von der Economy vernichtet. Natürlich für Rainer. Er fällt um nochmal eine Basis zurück. Das heißt, er hat effektiv nur noch diese eine Mining Base hier auf seine vierten. Die Carrier wollen trotzdem mehr. Nehmen die Sporkolli raus, gehen die Corruptor an. 20 Corruptor noch. 6 Carrier noch und 5 Void Rays noch. Die Corruptor gehen jetzt weit nach vorne. Die Corruptor sind aber sehr, sehr angeschlagen. Und jetzt ist der direkte Fighter. Da ist nochmal Prosperity Alignment mit dabei. Da möchte man nicht fighten. Rainer fightet da ein bisschen zu lange. Fliert 6 Corruptor in der Zeit. Kann nicht wirklich was killen. Und es ist Stats, der natürlich mächtig nachpumpen kann. Deutlich mehr nachpumpen kann, als Rainer das hier irgendwie zustande bringt. Da kommt nochmal eine Feste, aber der wird sofort gesniped. Die Sporkoller werden immer weniger. Es sind nur noch 5 Sporkoller auf dem Feld. Die sind nicht mal alle hier. Die Corruptor ist nur noch zu achten. Das sieht nicht so aus, ob die Corruptor diesen Fight gewinnen können. Es sind 5 Carry auf dem Feld. Es sind 5 Void Rays auf dem Feld. Da kommt immer noch was nach beim Protoss. Der hat die bessere Economy. Der hat die bessere Army. Und für Rainer, das sieht nicht so aus, ob er da noch irgendwas retten kann. Das 2 Cent wird hier an Stats gehen. Rainer staffelt nochmal seine Drones um, aber das ist wirklich nichts mehr. Er hat 2 Basen, er hat keine Economy, er hat keine Army, er hat absolut nichts mehr, um sich da wehren zu können. Und damit ist es das GG und das 2-1 für Stats. Die beiden auf jeden Fall ein krasses Game bisher. Und ja, Stats sagt sich, gut, du wirst mit deiner Economy in Late Game gehen. Da ziehe ich mit, ich habe die Economy, um dagegen zu halten. 10 Void Rays, 10 Carrier Down, 16 Templar, das Mothership ist gestorben, 45 Corruptor ging da drauf. Naja, Static Defense, 23 Sporkholz, sind halt auch einiges an Mineralien, die man da verheizt hat. Die schön gewesen wären. Am Ende konnte Rainer seine Vespingas-Bank nochmal runterpumpen, aber war einfach nicht mehr die Army. Der hat ja 8000 Ressourcen mehr gebraucht. Und damit geht Stats im Best of 5 in Führung. Submarine, unsere nächste Karte. Und ja, Rainer hat das mit den Lingen dieses Mal gelassen. Ich glaube nicht, dass er da nochmal Bock drauf hat. Hat nämlich überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt hat Stats natürlich einen Matchball. Das ist das Winners-Match, das heißt, selbst wenn man hier verliert, hat man nochmal eine Chance, sich zu qualifizieren für die Playoffs. Trotzdem ist es natürlich schöner, wenn man als Gruppenerster da durchkommt. So, wir sehen zwei Adepts und auch wieder ein Void Ray in Produktion. Also es gab denselben Stargate-Opener, den man sonst auch kennt und liebt. Danach gibt es ein Oracle, also ja, Stats bleibt da. In seinem üblichen Rahmen, nimmt den Overlord raus, sorgt für einen kurzen Supply-Block, Queens unterwegs. Und die Linge finden die Raps und die waren noch eine Zeit lang rumgebackt, die wollten noch moven. Kriegen sehr viel Schaden ab, leben aber tatsächlich noch, also überleben die Aktion. Und nochmal Glück, oh, okay, nein, die... das ist knapp, ein Adapt wird fallen, ja, ein Adapt wird fallen, der zweite ist low, aber der lebt tatsächlich. Also, die Adapts streunen hier rum und werden dann doch nochmal gefunden. So, da ist das Orakel da. Wir haben nochmal einen weiteren Adapt mit dazu und die dritte Basis soll einfach beschützt werden. Wenn das hat auch Rainer seine dritte Basis am Start. Oracle macht sich auf die Reise und danach ein Void Ray. Aber dieses Mal kein zweites Stargate, interessanterweise. Es kommt aber trotzdem plus 1 Air Weapons. Also dann ist das zweite Stargate nur eine Frage der Zeit. Macht gerade einen etwas eigenwilligen Eindruck, weil für die zwei Void Rays plus 1 zu erforschen ist jetzt nicht unbedingt das beste Investment.
Aber wir haben bisher kein zweites Stargate. Klar, es ist die dritte Entwicklung. Okay, da ist das zweite Stargate. Und bei Rainer gibt es Leertag Roachhorn Evolution Chamber. Sehen wir von ihm auch nichts mehr erstmal. Bin gespannt, ob er sich nochmal auf irgendeinen Push verlässt. War ja mit den Queens schon unterwegs, war mit dem Nidus unterwegs. Hat, ja, so okay funktioniert. Mal gespannt, ob Rainer nochmal irgendwas ähnliches auspacken möchte. Er hat jetzt die Linge vorne. Da ist natürlich nicht allzu viel. Und auch ziemlich schwierig, da nochmal in die Protospace reinzukommen, wenn der erste Overlord weg ist und da mehrere Voidress in der Gegend rumschwirren. Da warten auch immer noch mehr. Könnte theoretisch noch natürlich einen Speeder-Overlord reinjagen. Speeder-Upgrader forschen und den Overlord am Kartenrand entlang schleichen. Das wäre noch eine Option. Queens währenddessen bringen den Creepspread nach vorne. Es werden richtig viele Queens. Wir sind bei 7, es kommen nochmal 3 und da kommt ein weiterer Nidus. Also Rainer will doch nochmal angreifen. Bisher noch nichts in Position. Das ist, ja, das ist der Push, den wir auf Death Aura schon hatten. War es Death Aura? Ich bin gerade bei der Map nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das hatten wir in der Form schon. Die Queens marschieren nach vorne, setzen dann den Nidus mit dazu und belagern. Die Void Race, je früher sie das scouten, umso besser für den Protoss. Aber Rainer, er kommt hier vorwärts. Sein Creepspread wächst auch immer noch weiter, dass er die, natürlich die neuen Queens schneller nachschicken kann. Das ist der Vorteil mit den ganzen Creepspread, die er hat. Und ja, die Wandern Queens bewegt sich. Es sind 5 Void Race bisher da. Es kommt eine Robo, da kommt der Nidus. Das könnte etwas unangenehm fürs Netz werden. Er hat das plus 1 Air Weapons. Er baut gerade eine ganze Reihe an Schildbatterien, weil er sie dringend braucht. Und auch Cannons kommen dazu. Und die Queens ja wollen am liebsten natürlich mit Creep als Unterstützung hier pushen. Es sind 12 Queens mit noch mehr unterwegs gegen insgesamt 7 Void Race. Also die Protoss Army sieht jetzt wirklich nicht so spektakulär aus. Zumal die Queens sehr viel Energie haben. Da ist ein Stasis Ward. Mal sehen, ob der vielleicht noch irgendwie mitmischt. Die Adepts gehen auf die Reise. Die Void Race sollen irgendwie verteidigen. Okay, der ist mit dem Stasis Ward, hat sich direkt geklärt. Das haben die Linge schon geblockt. Da kommt jetzt die Leverage mit dazu. Da ist die Transuse-Lage hier. Die Queens spucken noch nicht alle direkt auf die Void Race. Jetzt ist es der Fight gegen die Void, gegen die Void Race. Die Queens stellen sich da auf. Mehr kommt mit nach, mit den Ravagern. Rose Spice waren reingeschleudert. Hier ist Schildbatterien, soll natürlich schnell ausgeschaltet werden. Die Adaptionen dessen sind unterwegs und die sind drin in the natural, werden aber surrounded von den Circling. Wir machen also da nicht sonderlich viel Schaden. Void Race jetzt hier mit dem Laser voller Fokus auf die Ravager. Wir kriegen die ersten beiden auch. Die Queens werden weniger, Transfusen aber auch und spucken hier zurück. Die Void Race zu 9, die Queens mit 13 an der Zahl. Die Linge kommt hier mit angerannt. Die Wall wird, ja, ein bisschen bröcklig und da geht das Gateway down. Die Linge ist bereits drin, der Natural. Die dritte hält noch ein bisschen. Da sind noch ein paar Salads auch mit dabei. Die halten da ziemlich gut mit der Cannon zusammen. Aber die Natural ist jetzt eher das Ziel gerade von Rainer. Er drückt sich da rein. Er hat dann nochmal Cross Bias auf die Cannon und die Schildbatterie gesetzt. Die Voidress geben ihr allerbestes. 12 Queens gegen 8 Voidress. Da kommt nochmal ein Voidress angeflogen. Da sind die Linge, die sämtliche Einheiten, die reingeworfen werden, direkt surround. Die Schildbatterien hier sind noch im Bau. Also Rainer schnappt sich da eben die Basis, die nicht ganz so krass defended ist. An der dritten steht deutlich mehr rum und die Zerg Army quetscht sich hier mehr und mehr rein. Das sieht nicht mehr so toll aus, gerade für Stats. Bringt aber gleich nochmal neue Schildbatterien online, um seine Voidress länger am Leben halten zu können. Die Queens währenddessen sind fast out of energy. Ein paar Queens kommen dann mitgelaufen. Da stehen ein paar Queens drumherum hier hinten. Die sollte Rainer dringend mit nach vorne ziehen. Die bräuchte dringend mit im Fight. Das kommt jetzt auch mit angelaufen. Cross Spice werden wieder reingejagt. Und die Schildbatterien werden da gesniped. Das nächste Gateway geht hier drauf. Unten wird der Immortal gefressen von den Dingen. Die Queens dünnen aber schon wieder aus. 8 Queens, 8 Voidress. Also die Voidress setzen sich nach und nach durch. Da nochmal Fokusfeuer auf die Ravager. Einer down, zwei down. Die Linge ist aber wieder dran. Nehmen da die Cannons raus. Die Natural ist trotzdem in Gefahr. Die Queens spucken völlig weit. Die Schildbatterien sind out of energy. Overcharge ist gerade auch keine verfügbar. Er wurde vor kurzem erst genutzt. Die Voidress versuchen es jetzt hier, sich durch die Queens durchzusetzen. Aber sie schaffen das. Die Queens werden weniger. Die Queens werden hier nicht reichen ein weiteres Mal. Allerdings ist dieses Mal noch einiges an Ling und Ravager übrig. Das versucht ja möglichst viel Schaden anzurichten. 12 Props down. Cross Spice werden reingejagt, um irgendwas kaputt zu machen. Die Ravager spucken alles an. Gut, das Gas raus ist jetzt nicht so sinnvoll gerade. Für Rainer hat nochmal Linge in die Mainbase reingebracht. Kann er nochmal ein paar Props dann gehen. Aber die Voidress sind da auf der Jagd. Die Nidusse hängt damit ab. Es sammelt sich denn nochmal ein weiterer Ball an Zerg, der ist aber nicht so groß. 17 Probes sind down. 57 zu 66 der Worker-Count. Die Frage ist, wie macht Rainer weiter? Er geht gerade in den Infestation Pit. Er baut nochmal ein paar Queens. Hat jetzt hier insgesamt 21 Queens verloren. Hat 9 Void Race gesniped. 3 Queens wurden jetzt schon wieder nachgebaut. 7 Void Race sind noch auf dem Feld mit die Zerg. Aber ich möchte die dritte nochmal angreifen. Und da hängt alles an zwei Pylons.
Also wenn man gerade der Pylon, wenn man den Pylon schnell ausschalten kann, ist hier von dieser Static Defense das meiste offline. Das ist eigentlich, glaube ich, nur noch die Cannon an. Also wenn Rainer da den schönen Snipe schnappt, nein, er macht stattdessen den Rundumshot auf die Gebäude selber. Und jetzt kommen die Voidwiss angeflogen, aber da kommt nochmal Nydus. 6 Queens wären parat, aber 6 Queens gegen die Voidwiss, das wird nicht reichen. Die Queens haben keine Attack-Upgrades. Die Voidwiss schon, okay, der Nydus kommt nicht mal durch. Die Linge starten aber einen weiteren Counter-Attack und versuchen hier in die Netzschwelle reinzukommen. Aber da ist eine Wall. Und für Rainer, das wird auf jeden Fall ein bisschen kritischer gerade für ihn. Er baut jetzt 11 Hydras, er baut neue Queens, er will diese Voidwiss in den Griff kriegen. Die Voidwiss fliegen da mutig nach vorne. Vierte Basis wäre gerade unterwegs auf der Circle. Da geht's mal an die Overlords. Aber die Overlords kann man ja noch ein bisschen verkraften, weil er wartet eigentlich nur, dass seine 15 Hydras gleich rauskommen. Wenn er da ein paar Overlords wird, das ist es ihm noch wert. Jetzt geht's in den Fight gegen die Voidwiss. 10 Voidwiss gegen 8 Queens und die 15 Hydras, die dann gleich spawnen irgendwo irgendwie. Wenn das ein Fight noch, die Ravager warten aber von Cannons und Salads belagert. Die Voidwiss werden zurückgepusht. Die sind nämlich jetzt okay. Da ist eine Wand an Hydralisken, die ist gefährlich. Die Armee hier allerdings verliert den Fight, wie man sieht. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Die Salads schlagen sich dadurch. Okay, das Oracle wird nochmal. Okay, die Ravager gewinnen das mit Rose of Piles tatsächlich. Und weil das Oracle gesniped wurde. Man sieht eben, Aufmerksamkeit ist begrenzt. Irgendwo muss man abstrecken. Man, am Ende ist es ein knapper Fight und es bleibt nur ein Ravager übrig mit 40 HP. Die Basis aber lebt und Business Static Defense steht auch noch rum. 10 Voidwiss, das war gerade alles, was der Protoss an Units hatte, neben Probes. 58 Probes, 63 Drones. Es gibt Upgrades auf der Circle damit plus 1 Miss Attacks, Hydra Speed, Roach Speed. Queens 9 Stück, Hydras 19 Stück. Also für die Voidwiss wird der Fight deutlich komplizierter. Muss man jetzt doch aufpassen. Die Hydras haben krasse DPS. Die Voidwiss machen natürlich keinen Bonusschaden. Also sie können zwar Prismatic allein mit anwerfen, aber es interessiert die Hydras genauso viel wie vorher. Es tut trotzdem weh, aber halt nicht diese massive Damage. Und das ist ein ziemlich gefährlicher Flug da rein, hinten ran an die Mainbase. Das sind nicht alle Hydras. Da wartet ein Teil drauf, dass die Voidwiss da rankommen in die Mainbase. Aber der Trupp hier fightet auch schon gut zurück. Es sind noch 7 Voidwiss übrig. Die Hydras versuchen ihr Bestes mit den Queens zusammen. Meine platzen auf beiden Seiten die Einheiten auseinander. 6 Voidwiss noch übrig. 10 Queens noch übrig. Die Queens fighten jetzt hier alleine. Die Hydras nicht mehr mit dabei. Da kommt nur die Hydra angelaufen. Da geht aber auch nochmal ein Voidwiss down. Es ist ein relativ knapper Trade. Aber auch den Voidwiss geht natürlich nach und nach die DPS aus hier. Eine Void Ray low, das nächste Void Ray down, 4 Void Rays sind hier noch übrig, die Protoss-Armee, da ist einfach fast nichts mehr, es sind noch 7 Salads sonst unterwegs. Und Salads hat gerade seine ganze Aufmerksamkeit da reingesteckt, weil er hat mächtig Overmints, investiert aber gerade auch in sehr viel Tech jetzt, hat massiv Tech-Gebäude angedrückt. Robotics Bay, Templar Archive, baut jetzt Mortal, baut nochmal neue Void Rays, holt sich Charge, holt sich plus 1. Problem ist allerdings, die Hydras sind jetzt hier und es sind nur noch 6 Void Rays da. Korrektur, es sind nur noch 4 Void Rays da. Es sind nämlich gerade beide über die Hydras geflogen und das sieht für die Protoss-Armee jetzt richtig katastrophal aus. Es sind kommen noch Voidwiss und Voidwiss sind keine gute Waffe gegen so eine Masse Hydras. Close Up ist direkt auf die Schildpartie. Die Salads kommen angelaufen, aber die haben noch keinen Charge. Und damit verliert Stats sehr wahrscheinlich die Map hier. Rain ist 60 Supply vorne und hat die so souverän bessere Army. Da bringen auch die Schildbatterien nicht mehr viel. Die Sorg-Army spuckt sich hier einfach durch. 4 Voidwiss, 6 Salads ist alles, was noch übrig ist. Die Voidwiss ziehen sich bereits zurück. Die Wall wird komplett zerstört. Die Pylons werden zerstört. Die Voidwiss fallen auseinander. Da gibt es nichts mehr, was Stats noch retten kann. Rainer gleicht hier aus zum 2:2. Wir kriegen zwischen den beiden sogar noch eine Deciders Map. Ist es nicht schön? Liefern sich da ein richtig, richtig knappes Match. Bekanntermaßen in der Deciders Map wagt man keine zu großen Risiken. Es gibt einen Adept Opener, die jagen da die Länge vor sich her gegen einen Kill. Mehr ist es aber auch bisher nicht. Es gibt wieder einen Stargate Opener, es gibt wieder einen Void Ray. Wir sind auf Pillars of Gold als letzte Map. Ja, Adepts streuen hier noch ein bisschen rum. Heute wird sich den Overlord schnappen, wie gewohnt, und danach sehr wahrscheinlich wieder ein Orakel. Ja, kommt doch direkt. Overlord sieht das noch. Dann mal sehen, wird das Follow-up wieder doppelt Stargate. Kommt wieder plus 1 Air Weapons. Bisher lief es jetzt nicht so schlecht, was das bei Stats betrifft. Am Ende war sein Go einfach da mit den Void Rays in der vorigen Map ein bisschen zu viel. Da hat er in dem Fight gegen Hydras zu viele seiner Void Rays verloren. Und alles andere ist ein bisschen stehen geblieben. Aber mal sehen, wer jetzt hier die Nerven behält in diesem Best of 5. Wer weniger Fehler macht. Twilight Council, dieses Mal der Weg. Ein zweiter Stargate bisher. Könnte theoretisch noch gebaut werden. Geld wäre noch in etwa dafür da, aber das sieht eher nach einem Blink aus. Einem Blinkbild. Außer er möchte auf die Tees gehen. Das ist natürlich auch noch eine Option. Dark Shrine. Nein, es gibt Resonating Glaive stattdessen. Es gibt das Adept-Upgrade und die ersten beiden Adepts, die leben auch noch. Sehen, ob sie lange genug leben, um vom Upgrade zu profitieren. Aber die sind sehr defensiv aufgestellt. Das Oracle sagt kurz Hallo zum Mainbase, nimmt 2 Kills mit an den Drones. 6 Queens gerade auf dem Feld. Die Frage ist, was macht Rainer? Weil bisher war Rainer selber sehr, sehr aktiv. Von seiner Seite aus mit den Nydus-Angriffen, mit den frühen Lingen.
Hatte da bisher nicht so die Lust, einfach zurückzusitzen und warten, was sein Gegner da so treibt. Da gibt es zwei Drillinge, die abgefangen werden. Aber die Protestanten halten sich sehr zurück. Das Orkel, wenn das dann sich nochmal hier in die Ecke manövriert, hat nochmal einen Kill mitgenommen, aber ist jetzt nicht so wild. 3 Kills. Tatsächlich noch nichts verloren vom Protoss. Zu 0 bisher für Stats in den ersten 5 Minuten. Und da wird auch ein weiterer Link aufgesammelt. Der sieht die dritte Basis, aber das hier, das sieht er nicht. Resident Glaive ist unterwegs und für Rainer, das sieht bisher gar nicht so toll aus. Er sieht es jetzt. Jetzt sieht er die Adepts ausrücken. Resident Glaive ist in wenigen Sekunden da. Roaches können gebaut werden, aber die brauchen natürlich auch noch ein bisschen. Für Rainer also gerade. Das wird jetzt für die nächsten 30 Sekunden etwas unangenehm. Aber es kommen die Roaches in Massen und dann kann man gegen die Adepts verteidigen. Es ist eine Wall im Bau, aber die hat eine Schwachstelle mit dem Spore-Caller. Die Adepts ja haben die Spore-Stelle auch erkannt, wollen da durch und sind da auch durch. Da jetzt die Queens am Fighten, die Linke kommen dazu, die Linke können hier nicht gut gegen die Adepts surrounden. Die was haben da eher gefressen von den Resonating Glaives. Die Adepts haben jetzt den nächsten Teleport am Laufen Richtung Mainbase. Da geht's auch voll in die Mainbase mit der gesammelten Truppe. 3 Adepts gehen aber nochmal in die dritte rein und da soll dann der Schaden passieren. Die Mainbase quasi ab. Lenkung und in der dritten Basis passiert der Damage. 8 Drones bisher gefallen, die Adepts wollen rüber in die Natural, da ist aber die ganze Masse an Zerg. Und da wird der Shade einfach mal gecancelt. Hier werden nochmal ein paar Drones aufgesammelt. Also der Schaden ist schon ordentlich. Stats gerade mit mehr Worker, da gibt es den Recall auf die Adepts hier und die anderen Adepts werden auch jetzt nochmal vom Leben gehalten. Sollen dann nochmal reingehen. Wir hoffen, dass die Drones gleich zurückfahren und das passiert ja auch. Die Drones sind genau passend unterwegs. Die Adepts haben einen Teleport, aber zum Ausweichen am Laufen, man sieht das. Und die kommen nicht mal nah genug ran an den Drone. Wären die bis hier schon am Arbeiten gewesen, hätte es noch funktioniert, aber so können die Adepts nichts weiteres mitnehmen. Trotzdem, der Schaden ist schon ordentlich, der da passiert ist. Das muss man schon sagen. Das waren einige Drones hier für 6 Adepts. Die gefallen sind 15 Drones down. Da hat der Zerg auf jeden Fall deutlich mehr kassiert. Und hier baut sich eine neue Protosamme auf. Plus 1 und Blink. Es kommt eine Robo. Und das ist ein Rainer mit Roach Speed und plus 1 Missile Attacks. Natürlich jetzt Economy verloren, ist da etwas ausgebremst worden. Das Oracle ging nochmal die. Das Oracle ist mutig, die geht nochmal. Die Mempis hat eine Drone mitgenommen und fast alle Hitpoints verloren dabei. Es lebt noch, gerade noch. 19 AP, das heute chillt hier einfach immer noch hin und her. 2 Adepts warten an der vierten Basis, dass da mal ein paar Drones noch rankommen. Wird hier gerade mächtig dunkel, obwohl es noch nicht so spät ist. Ich glaube, ein Gewitter bahnt sich an. Geht es die letzte Zeit etwas. Ah, es geht eigentlich. Immer wieder mal so ein paar Wolken, die etwas geladener sind. Aber an sich nichts Schlimmes. Ich hoffe nur, es kommt jetzt nicht irgendwie zu einem massiven Blitzeinschlag und dann ist alles aus und tot und Aufnahme weg. Das wäre etwas bitter. Aber hatte ich tatsächlich ein einziges Mal bisher. Über die Jahre, die ich YouTube mache. Und das war bei Command & Conquer war das. Als ich Command & Conquer aufgenommen habe. Und da konnte ich sogar alles saven. Also, ja, es lief sogar ziemlich gut. Also selbst wenn, mein System ist tatsächlich dafür gewappnet. Solange ich gerade irgendwas Wichtiges durchbrennt, alles gut. Kann ich anscheinend alles retten. Was schon mal was für sich hat. So, wir sehen, War Prison wurde rausgeschickt mit ein paar Adepts. Resident Glaive soll da nochmal seine Wirkung zeigen. Es kommt aber auch Charge, es kommt plus 2 Attack. Blink ist schon drauf, also alle Twilight Council Upgrades sind dann am Start. Madison hat sich Rainer seine vierte Basis gegönnt. 76 Drones, 67 Probes, mehr Upgrades, plus 1 Melee Attacks auch. Also es wird Roach Ravager liegen, Baiting von Rainer sehr wahrscheinlich. Mit Madison schauen die Stalker und die Sentries und ein paar Adepts mal raus. Das ist der Observer ist mit dabei. Creepster wird da kurz aufgehalten. Adepts in die vierte Basis. Oracle for the Natural. War Prism in die Main. Es geht mal wieder rund in den Zerg Bases. Die vierte ist kein Problem. Die Main Base hat ein paar mehr Schwierigkeiten. Das Oracle hat nicht schnell genug reagiert, bis er hat einen Stasis Ward gezündet. Aber der war nicht sehr erfolgreich. Bisschen Schaden. Währenddessen gehen die Stalker raus und nehmen Creepspread nochmal mit. 6 Queens auch nur auf dem Feld. Also es kann nicht so viel Creep nachgesetzt werden. Es sind so, ja, Creep-Army wieder mal. Wie man das gegen Protoss sieht. Einfach in alle Richtungen ein bisschen Creep reinsetzen. Damit man die Vision hat. Und die Adepts hier canceln den Teleport. Die Adepts hier wollen in die Mainbase, aber da sind die Roaches. Also der Move funktioniert nicht nochmal. Rainer ist vorbereitet. Möchte seine 5. jetzt dazu holen, nachdem Stats seine 4. hier unterwegs hat. Der baut auf Kolosse mit Range-Upgrade dieses Mal. Knappt sich auch einiges in Static Defense an dieser 4. Basis. Rainer ist jetzt natürlich auch maxed, aber auf Roach Ravager mit Infestation-Bit unterwegs. Mit seinen Missile Attacks und Baning Speed.
Und jetzt kommen 40 Linge. Und da sollen natürlich auch einige Baning entstehen. Die Adepts nochmal drin in der vierten Basis. Nehmen vier Drones raus. Das Oracle währenddessen checkt mal. Nein, das Void checkt mal kurz die Sörgami ab. Und in der Natural geht es auch nochmal rund. 6 Drones insgesamt. 74 zu 70 Workers. Das summiert sich. Es ist zwar nicht so ein brachialer Schaden, aber es sammelt sich. 11 Adepts down. 28 Drones sind gefallen. Über diese 10 Minuten, das ist wirklich einiges. Es kommt jetzt auch mehr Investment in Static Defense. Klar, Rainer, er ist maxed. Kann jetzt sein Geld anderweitig aufbrauchen. Möchte aber auch einen Angriff starten. Er hat die Baning hier vorne. Baning Speed ist drauf. Er hat die Ravager. Er hat die Roaches. Versucht hier durchzukommen. Die Protoss Army ist aber nicht schlecht aufgestellt gegen diesen Push. Also, die muss man respektieren. Und da geht's an. Aggressiver Blink nach vorne. 2 Ravager wurden bereits gesniped. Von 7 Stück, die auf dem Feld sind. Die Kings kommen auch mit nach vorne. Das Oracle hängt hier noch ab. Das Warp hängt jetzt in der Ecke rum. Kann vielleicht auch noch genutzt werden, wenn Rain damit beschäftigt ist, anzugreifen. Stats ist auch nicht mehr weit vom Max-Out entfernt. Seine Kolosse haben Range. Plus 2 ist drauf, plus 3 wird keine Rolle mehr spielen. Die Protoss Army aber wird ein bisschen gerade umlaufen. Ich sage, wie kommt das? Oh Gott, die Baning. Die Baning-Flanke könnte richtig gut werden oder richtig, richtig schlecht werden, denn das sind eben Kolosse, die Kolosse nach vorne reinlasern. Nein, die Cannons müssen das Force-Heals blocken, die Baning. Die Baning quatschen sich trotzdem durch. Dank Corrosive Bites. Die Stalker blinkt nach hinten, die Kolosse halten vorne, aber standen damit die Protoss Army. Gewinnt diesen Fight. Die Sorgami rudert sofort zurück. Es werden 50 neue Dinge gebaut. Weil einfach nichts mehr an Baning und damit nichts mehr an Sprengpower da ist. Und Protoss Army ist noch viel zu massiv, als dass man das mit den Roaches erledigen könnte. Es sind 4 Kolosse da. Das sieht für Rainer nicht mehr gut aus. Diesen Fight hätte er gerade deutlich besser gewinnen müssen. Aber er wollte unbedingt in den Kern. Kam aber nicht schnell genug, nicht effektiv genug durch die Force Fields durch. Und die Protoss Army, ja, schmälert jetzt das Sorg-Gebiet. Creepspad ist am Sterben und es ging schon wieder überall Protoss-Einheiten raus. Da ist er letzt, da Adepts. Das Oracle hat sich gerade noch nicht bewegt. Storm ist in wenigen Sekunden dahin. Die Sorg Army versucht es nochmal mit den Dingen. Die Wall ist hier noch zu. Die Rocks sind hier noch zu. Und die Protoss Army steht halt direkt. Oh Gott, die Linge. Die Linge werden gleich gelasert. Und zwar in Massen. Die Linge, die alle schön nachgebaut wurden. Davon ist der Großteil wieder weg. Die Sets treffen auch genau jetzt an der dritten Basis ein. Für Rainer fällt das gerade ein bisschen auseinander. Er ist noch nicht raus. Aber das ist einfach kein gutes Anzeichen. Weil er ist sehr committed auf diesen Angriff. Mit Link Baning Roach Ravager. Und je länger er da braucht, umso krasser wird die Protoss Army. Da kommt jetzt nämlich ein Fleet Beacon, da kommt ein Stargate, da kommt eine fünfte Basis. Also bisher Stats fühlt sich jetzt nicht so unter Druck. Baut schon, investiert schon in die nächste Stufe, was er da so alles an Tech hat. Und für Rainer jetzt der nächste Angriff, der ist was irgendwie richten, aber bekommt auch wieder einen Counter-Attack ab. Wieder ist ein Zellitz unterwegs, dieses Mal in seine fünfte Basis. Aber die Protoss vierte, die Protoss fünfte wird hier auch angegriffen. Die sieht nicht gut aus. Da kommt vielleicht der Cancel auf den Nexus. Nexus wird hier schauen, der Cross Spice mit drauf. Nexus wird im letzten Moment noch gecancelt. Wirklich schöner Last-Second-Cancel hier von Stats. Rainer bekommt aber trotzdem die Basis. Versucht dann, oh Gott, die Baning ist aber sehr, sehr weit hinten. Die Baning sind viel zu weit hinten. Die Roaches merken das auch gerade, dass sie ohne die Baning hier nicht wirklich fighten können. Selbst wenn es jetzt Storms mit dabei. 5 Stones sind dessen gefallen. Noch mehr Messerlets starten jetzt hier ran an die 5. Also auch der Circle, die 5. Basis hat Probleme. Die Baning kommen jetzt angerollt. Aber wie gesagt, Storm und Kolosse sind da. Und da kommt der Storm, da kommen die Kolosse zum Einsatz. Und die Baning verschwinden. Das verschwinden auch einige Stalker. Aber Rainer ist im Supply gleich auf mit einer Protoss Army, die deutlich stärker ist als seine. Zudem schlagen sich das alles auch gerade durch seine 5. Basis durch. Und Rainer hat 80 Drones, momentan Sets hat 79 Probes. Er baut jetzt seine eigene Basis. Nochmal, die Sets werden hier abgefangen. Die können die Basis nicht clearen. Aber auf jeden Fall sehr viel Chaos und natürlich sehr viel Druck, unter dem sich Rainer hier befindet. Rainer macht immer noch weiter mit Roach, Ravage, Link Baning. Aber da kommt dann irgendwas, gegen das Link Baning nicht so viel bringt. Die Carrier nämlich. 3 Stück sind unterwegs. Plus 1 Attack auch mit dafür. Und die Kolosse sind trotzdem noch da. Das heißt, die Baning und Dinge müssen trotzdem mega aufpassen, wie sie hier fighten. Wieder ja, Versuch einer Flanke. Die Baninge von mehreren Seiten kommt die Sorgami angerannt. Der Protoss zieht sich rechtzeitig zurück. Das Warpism hängt halt auch immer noch hier hinten ab. Also wenn Stats das nochmal findet, kann das vielleicht auch einsetzen. Da ist nämlich nur minimal Static Defense. Und wenn Rainer so weit draußen ist in der Mitte der Karte, kann halt nicht schnell genug Einheiten daran bringen, um vernünftig verteidigen zu können. Ja, da sind auch wieder Einheiten unterwegs. Nämlich Stats werden wieder rausgeschickt. Stats ist halt auch kurz vor Max. Das heißt, er hat das Geld, er hat die Möglichkeiten, da solche Aktionen zu starten. Und immer eben, wenn eben Rainer am Fighten ist, dann gehen die Salads rein in 2 verschiedene Basen. Diesmal die 3. und die 5. Es sterben wieder 7 Drones. Die Protoss Hauptarmee dessen nähert sich auch mehr und mehr dem Zerg-Kerngebiet an. Mehr das nähert sich auch der Creep der Protoss 3. Basis an. Was ein bisschen lustig aussieht. 9 Drones sind hier gefallen. Die Static Defense hier wurde auch rausgenommen. Also Stats auf jeden Fall. Er macht gute Trades in dem Fall. 18.000 zu 8.000 Resources lost. Hat inzwischen 48 Drones gekillt. Einige Zellets da reingejagt, aber er hat auch mit den Zellets noch ein paar Baninge quasi gezogen. Und das ist es ihm dann schon wert. Rainer versucht jetzt auch mal mit einem Counterattack mit massiv Baningen, die da auf die 3. anrollen. Das sind Cannons.
4 Stück, das sind ein paar Schildbatterien, aber das sind so viele Banes, dass die Kinder... Okay, Stalker Wobbin, um die Baninge zu blocken. Und die Baninge crashen in die Schildbatterien. Die Stalker blinken jeder von den Baningen. Wird nicht viel übrig bleiben. Und die Baninge machen nicht genug. Die sehen jetzt aber die Carry. Und das ist für Rainer höchste Eisenbahn, dass er was dagegen tut. Er hat einen Spire unterwegs. Ist die Frage, kann er genügend mobilisieren aus diesem Spire? Ihm mangelt es massiv an Vespingas. Er hat jetzt plus 3 Militechs unterwegs. Ah, kommt jetzt nochmal der nächste Banning Run bei. Der könnte ganz interessant werden. Ist dieses Mal ein Warpin da? Dieses Mal sieht es nicht so aus. Da können die Stalker nichts retten. Die Probes fahren jetzt panisch weg. 5 Probes bisher down. Aber auch einige Banninge, die natürlich hierfür genutzt wurden. Und ein paar Stalker, die da rankommen, um die Banninge wieder rauszunehmen. Die Banninge wird auch hier nicht zurückbleiben. Das heißt, wir sind bei 30 Banes. Und die Protoss Army trotzdem. Man sieht, die Protoss Army steht direkt vor den Zerg-Basen. Also Rainer, er kann vielleicht ein bisschen Economy-Schaden machen, aber er kauft sich am Ende nicht viel Luft, denn die Protoss Army ist hier und die Protoss Army hat Bock zu fighten. Man sieht, da Storms drauf und die Baninge verschwinden einfach. Es wurden nochmal mit Baninge nachgemorpht. Jetzt wird gerade von Rainer auf die Corrupted gehört. Die kann er gegen die Kolosse und gegen die Carrier brauchen. Ist die Frage, kann er genügend bauen davon? Das Warp ist jetzt auch nochmal in Position gebracht, bringt aber gerade nicht viel. Wurde abgefangen, wieder Storms auf die Banes. Banes wollen ran an die Templer, an den Kern, aber die Kolosse stehen noch, die Carrier stehen noch. Und das heißt, die Protoss Army teilt trotzdem mächtig aus. Man sieht, die Roaches und Ravager da unten werden einfach zerstückelt. Rose Bice wird nochmal reingehabt, da geht auch ein Carrier down. Der zweite Carrier kriegt auch noch sehr viel Schaden ab. Aber es sind einfach sehr, sehr tanky Units und Rain droppt jetzt im Supply deutlich mehr als Stats. Und die Basis ist angekratzt, die Basis wird hier fallen. Das heißt, die Drones müssen um ihr Leben bangen. Der Spockhorn überlebt auch nicht lange. Es sind immer noch Carrier, es sind immer noch Kolosse und die sind ein Riesenproblem für Rainer. Er hat ein paar Corrupter gebaut, aber es sind noch nicht genug. Die Zealots kommen jetzt hier angerannt, um gegen die Linge und die Roaches zu fighten. Die Ravage versuchen nochmal Cross Bice reinzusetzen. Man sieht der Schwarm an Interceptoren, der da rüberkreist und einzelne Corrupter auch schon abfängt. Die Drones stehen hinten untätig rum, kann also nichts wirklich tun. Worker Count ist gleich auf. Wird natürlich besseres Mining jetzt hier für den Protoss und die Corrupter fliehen in den Fight gegen die Carrier. Es ist einfach zu wenig Zerg. Es ist zu viel Protoss. Rainer kann hier nicht viel mehr tun. Da ist das GG und Stats macht das mit der Bitten im 3 zu 2. Schönes Match von den beiden. Sehr, sehr schönes Hin und Her. Haben sich nicht viel geschenkt. Haben ihre Stärken ausgespielt und versucht, Schwächen beim Gegner zu finden. Am Ende ist das Stats hier besser gelungen. Hat einfach die Wellen von Rainer an sich abprallen lassen, ist zum Counterattack übergegangen, hat Rainer massiv unter Druck gesetzt mit mehreren Aktionen an verschiedenen Basen und sich am Ende damit den 3-2-Sieg und damit den Gruppensieg geholt. Schöne Leistung von ihm, schönes Match von den beiden. Das ist mir, bis zum nächsten Mal und ciao.